Ja, und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Und heute gehen wir erstmal frühstücken und dann gucken wir weiter, was so noch heute passiert. Ja, ich muss nachher noch arbeiten, deswegen nehme ich heute einen Vlog auf und morgen einen Vlog, dass ich so in 5 Minuten komme für euch. Und ja, gucken, wie der Tag heute so wird. Und heute ist mega gutes Wetter, muss ich sagen, dazu. Das ist schon mal geil. Ja, jetzt erstmal ganz viel gefrühstückt, hast du wie gesagt, und da ist das Gute. Und jetzt werden wir gleich mal essen. Frühstück habe ich gegessen, das war mega nice und mega lecker. Ich habe mir jetzt vorgenommen, mindestens einmal pro Monat hinzugehen und Frühstück zu essen dort, weil es so nice ist. Ja, das wird jetzt öfters mal sehen, einmal pro Monat Minimum. Und ja, jetzt genieße ich noch die Sonne ein bisschen von der Stadt und dann mal weiter gucken. So. Ja, heute ist wieder ein neuer Tag. Gerade noch ein T-Shirt bestellt, was ich morgen abholen werde. Vielleicht, ich werde morgen nicht einen Vlog schaffen reinzubringen. Also, der Samstag kommt, also diesen. Weil ich ja das Video heute Abend schneide. Kaffee habe ich mir auch geholt. Und ein T-Shirt mit einem Logo drauf, was ich mir so eingefallen habe lassen. Was auch an die erste Person dann weitergeht. Wie das aussieht, werde ich euch nur das Logo zeigen. Im Video, was ich mir so gedacht habe, und das wird auf Weiß erstmal gedruckt und das werde ich dann weiter verschenken und dann werde ich noch ein paar andere drucken, um vielleicht den ein oder anderen so ein T-Shirt mal zu geben von euch. Ja, ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Ich werde es mir morgen abholen und werde dann vielleicht mal ein Instagram-Foto davon machen und das dann hochladen. Ich sage, neuer Tag, mal gucken, was ich heute erlebe. Ich muss dann gleich noch in Richtung Arbeit. Ich bin gespannt, wie die Arbeit so wird heute. Ja, wir sehen uns. Ciao, ciao. So, wir sind jetzt am Brandenburger Tor und von hier aus gehe ich jetzt gleich los zur Arbeit und ja, muss leider zu spät schicht, muss meine Arbeit mal ein bisschen doof, aber ja, muss da durch und das Wetter ist die letzten Tage richtig schön in Berlin, muss ich sagen, das finde ich mega nice. Ja, wir hören uns nachher, wenn ich zu Hause bin, wieder, bis dahin, wir sehen uns. Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Tag, haben wir es heute schon wieder. Und ich muss ehrlich sein, ich habe gestern vergessen, diesen Vlog noch irgendwas zu machen. Aber ich muss heute noch mal schnell einkaufen, bevor ich dann nachher ein paar so T-Shirts laden. Was ihr dann im nächsten Vlog sehen wird, gehe ich jetzt erstmal einkaufen. Und wir sehen uns gleich noch mal wieder. Ja. So, mittlerweile bin ich auch schon wieder zu Hause und ich wollte euch ein kurzes Backup geben. Ich habe jetzt hier das Buch von Kurzweil jetzt schon angefangen zu lesen. Da bin ich jetzt schon mit ungefähr 15% oder 10% schon durch mit durchlesen. Und bis jetzt gefällt es mir und wollte euch nur noch einen Zwischenstand geben, wie es für mich ist, das Buch. Trashy, sein Buch habe ich schon teilweise in meine S-Bahn so kurz mal reingeguckt und gelesen, aber noch nicht richtig angefangen. Mal noch so ein bisschen ab und zu, das glaube ich auch werde ich relativ schnell schaffen, weil wo ich jetzt schon ein paar Seiten so gemacht habe, da ging es auch relativ zügig und bei denen hier, da brauche ich wahrscheinlich noch eine gute Woche, zwei Wochen, bis ich es durch habe, weil ich ja nicht immer lese, ich mache ja immer in S-Bahn und wenn ich zur Arbeit fahre, auf dem Rückweg dann eher nicht, auf dem Rückweg höre ich auch Musik, weil ich müde bin. Ja, das ist der Zwischenstand zu diesem Buch. Ja, ich ich hoffe eigentlich von euch, dass ich mal wieder ein paar Kommentare erhalte, so, dann kann ich ein Kommentar-Kommentier-Video machen. Vor allem, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr es mir in Kommentare stellen.
würde mich sehr freuen. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr natürlich einen Daumen hoch lassen. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, unten ist neben dem Abonnier-Button eine Glocke. Hier immer anklicken, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Hier kommt ihr zum letzten Video. Hier könnt ihr mich abonnieren oder andersherum. Und hier irgendeine Patreon, wo ihr, wenn ihr Bock habt, eine kleine Spende abgeben könnt. Ja, ich hoffe, soweit hat euch das Video gefallen. Wir sehen uns zum Mittwoch zum neuen Video wieder. Mal gucken, was da rauskommt. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und schönes Wochenende. Bye, bye!